ja, klasse. Ist eine schöne Halle, schön hell. Aber vor allen Dingen die Begeisterung von den Kindern, das ist das, was überzeugt. Und freue mich auf das. Ja, ich war jetzt ein Besuch von mir heute Morgen nur. Die anderen Trainer haben die ganze Arbeit geleistet und die haben die ganze Gruppen, so die ganze Spieler in drei Gruppen aufgeteilt nach Stärken und arbeiten gezielt an Technik. Also finde ich auch, dass die richtig gute Arbeit machen. Das sind entscheidend letztendlich, weil da kannst du in Kürze der Zeit unheimlich viel trainieren, unheimlich viele Schläge wiederholen und vor allen Dingen bildet sich auch eine gute Gemeinschaft und ja, steigt auch die Motivation letztendlich durch. Mehr Training gewinnt man mehr Spiele und durch gewonnene Spiele hat man mehr Lust zum Training hinzugehen und ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das Allentscheidende ist, dass jeder das schaffen kann. Mit Arbeit kann jeder das schaffen. Das ist auch, finde ich, auch vorbildlich, was die Athleten in Paris das auch so wirklich so wiedergeben und sagen, ich bin auch ein einfacher Mensch, jeder von euch kann das schaffen und einfach ja, ihr Träume letztendlich folgen und einige können auch schaffen. Der Unterschied ist ja klar, wenn man in den jungen Jahren ist, dann ist man schon am Anfang ihre eigene Karriere oder ihre eigene Spielentwicklung und es ist ja in dieser Zeit kann man sehr, sehr viel nochmal formen und dann die richtige Technik beibringen und klar, wenn irgendwann mal mit 40, mit 50, dann ist es schwieriger, dann an seine Technik zu arbeiten. Deswegen sind ja die Trainingseinheiten in jungen Jahren sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin, glaube ich, einer der längsten Bundesliga-Trainer. Bin ich jetzt gegen eine 19. Saison bei Werder Bremen. Habe ich sehr, sehr früh angefangen, mit 21 war ich der jüngste Bundesliga-Trainer. Die Geschichte damals. Ja, ich habe einfach Spaß entwickelt, an Leute wirklich dann was beizubringen und sehen, dass die stärker, dass die besser werden. Und ja, anscheinend habe ich schon was richtig gemacht, wenn ich jetzt so immer weitergeht. Aber letztendlich diese Begeisterung, Leute beizubringen und letztendlich mit denen ihr Spiel weiterzuentwickeln.